Servus meine lieben Sportwettfreunde, Champions League und Europa League Halbfinal-Rückspiele stehen auf dem Programm und dass sich einige beschwert haben, dass ich zu lange rede, werde ich mich heute sehr kurz fassen. Trotzdem schaut in die Videobeschreibung, dort findet ihr den 25€ PaySafeCard-Sieger der letzten Woche und auch in dieser Woche könnt ihr natürlich wieder in Kooperation mit dem Buchmacher 1xBet einen 25€ PaySafeCard gewinnen. Dafür müsst ihr mein Video liken, den Kanal abonnieren und im besten Fall auch die Glocke drücken und in die Kommentare schreiben, wie eurer Meinung nach das Spiel zwischen Chelsea und Frankfurt ausgeht. Und unter allen, die das Ergebnis richtig tippen, verlose ich dann eine PaySafeCard in Höhe von 25€. Dann beginnen wir mal mit dem ersten Spiel Liverpool gegen Barcelona. Ich weiß, der Großteil von euch ist in Richtung Barcelona gegangen, weil Liverpool eben ohne Salah, ohne Firmino und Keita und Lallana spielt. Trotzdem glaube ich, dass der Markt mittlerweile so übertrieben hat, dass die Quote auf Liverpool wieder Value hat. Mittlerweile bei 2,53 auf einen Sieg von Liverpool und auf asiatisches Handicap 0, was ich persönlich angespielt habe, bei 1,87. Bedeutet nichts anderes, wenn das Spiel unentschieden ausgeht, bekomme ich das Geld zurück, gewinnt Liverpool, gewinne ich die Wette. Und meine Prognose ist 2:1 für Liverpool, weil ich der Auffassung bin, dass die Fans hier einen sehr großen Faktor ausmachen werden. Die werden die Jungs auf dem Platz richtig pushen und nochmal ein ordentliches Champions-League-Spiel abliefern lassen, was dann dazu führen wird, dass Liverpool zwar ausscheidet, aber eben dieses Spiel gewinnt. Kommen wir zum nächsten Spiel, Amsterdam gegen Tottenham. Auch hier werde ich mich kurz halten, denn ich bin der Auffassung, dass beide Mannschaften die Chance haben, hier dieses Spiel zu gewinnen. Sowohl Ajax hat die Qualitäten, wie auch Tottenham. Am Ende wird es darauf ankommen, welche der beiden Mannschaften besser aufsteht und die bessere Tagesperformance abliefert. Deswegen werde ich mich hier bezüglich 1x2 zurückhalten. Wenn ich aber eine Prognose abgeben müsste, 2:2. Meine Wette in diesem Spiel ist über 3,0 Tore, denn ich glaube, es werden hier auf jeden Fall einige Tore fallen, da beide Mannschaften offensiv stark sind und in der Defensive so ihre Probleme haben. Kommen wir zu den letzten beiden Spielen. Hier werde ich mich sehr, sehr kurz fassen, denn ich habe keine Wette abgegeben. Chelsea gegen Frankfurt, objektiv betrachtet, ein 3:1 für Chelsea. Als Fan hoffe ich aber natürlich und drücke auch die Daumen, dass Frankfurt ins Finale einzieht. Im letzten Spiel Valencia gegen Arsenal sehe ich die Spanier im Vorteil. Meine Prognose ein 2:1 für Valencia. Das wiederum bedeutet, dass Arsenal aufgrund des 3:1 im Hinspiel ins Finale einzieht. Und jetzt wiederhole ich euch nochmal ganz schnell meine beiden Tipps, die ich in dieser Woche abgegeben habe. Liverpool asiatisches Handicap 0 zu einer Quote von 1,87. Bedeutet, geht das Spiel unentschieden aus, bekomme ich das Geld zurück, gewinnt Liverpool, gewinne ich die Wette. Außerdem habe ich gespielt im Spiel zwischen Amsterdam und Tottenham auf über 3,0 Tore zu einer Quote von 1,95. Bedeutet, fallen dort 3 Tore, bekomme ich das Geld zurück, fallen dort 4 oder mehr Tore, gewinne ich die Wette. So meine lieben Sportwettfreunde, wie von euch gewollt, eine kurze Prognose, in der ich euch meine Tipps mitteile. Jetzt kann ich euch nur noch viel Glück mit euren Wetten wünschen. Nicht vergessen, das Video liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Mein Name ist David Stritschek, wir sehen uns bei der Bundesliga-Prognose. Ciao.